Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Kachelmann-Wetter. Wir haben es in dieser Woche weiterhin mit einer recht kalten und teilweise auch richtig winterlichen Wetterlage zu tun. Vor allen Dingen der Mittwoch wird im Norden des Landes richtig spannend. Hier kommen kräftige Niederschläge auf und die können recht verbreitet, zumindest vorübergehend, auch als Schnee fallen. Das Ganze gucken wir uns im Laufe des Videos an. Jetzt schauen wir erstmal auf den heutigen Montag. Heute gibt es nämlich in der Mitte und in der Nordhälfte des Landes zeitweise leichte Niederschläge. In Richtung Westen und Norden ist es eher der leichte Regen. Ein paar kräftigere Regenschauer mit nordöstlicher Anströmung in der Lübecker Bucht. Weitgehend trocken wahrscheinlich im Nordwesten unmittelbar an der Nordsee. Hier sind in Nordfriesland auch mal ein paar Aufhellungen möglich. In der Landesmitte fällt eher Schneeregen oder Schnee, wird aber nicht allzu viel sein. Das Ganze zerbröselt immer weiter in Richtung Süden. Ja, und südlich der Mainlinie bleibt es heute weitgehend trocken. Auflockerungen beschränken sich hier aber wahrscheinlich auf die Hochlagen des Schwarzwaldes und der Alpen. Temperaturen also im leichten Dauerfrostbereich im höheren Bergland und bei plus 4 Grad auf Rügen. Gucken wir dann auf den morgigen Dienstag. Es ändert sich nicht allzu viel. Wir haben es häufig mit einem dicht bewölkten Tag zu tun, eher so nasskaltes Wetter in Richtung Norden, eher leichter Regen, sonst mal zeitweise auch Schnee oder Schneeregen. Schneefallgrenze in den nördlichen Mittelgebirgen eher so 200 bis 400 Meter. In Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt kann es auch mal bis runterschneien, aber eher der leichte Schneefall. Erst zum Abend wird sich das Ganze hier wahrscheinlich etwas intensivieren. In Richtung Südwesten im Schwarzwald Schneefallgrenze meist zu 400 bis 600 Meter, weitgehend trocken bleibt. Bleibt es wahrscheinlich direkt an den Alpen. Ihr seht, an den Temperaturen ändert sich im Vergleich zum Montag nicht allzu viel. Dann gucken wir auf den Mittwoch. Der wird, wie gesagt, recht spannend. Wir gucken mal auf die Wetterlage. Die haben wir gestern schon so ein bisschen beschrieben. Die eingangs noch vorhandene Hochdruckzone über Nordeuropa bricht so ein bisschen auf. Wir haben noch ein Hochdruckgebiet dann über dem Ostatlantik, ein weiteres über dem Nordosten, über Nordwestrussland. Und dazwischen schiebt sich dann ein Tief so aus Südosteuropa am Dienstag über Polen bis zum Mittwoch in den Nordosten Deutschlands, wahrscheinlich so an die Grenze Vorpommern-Polens. Und dieses löst dann zum Teil kräftige Niederschläge aus. Es ist noch nicht so ganz klar, wo dieses Tief, wo diese kleinräumigen Tiefs dann halt auch immer hinziehen. Also die ganze Situation noch nicht hundertprozentig klar. Aber es könnte dann wahrscheinlich so aussehen, dass in der Nacht zum Mittwoch dann im Osten und Nordosten des Landes kräftige Niederschläge in Form von Schnee, Schneeregen und Regen einsetzen. Und diese breiten sich am Mittwoch weiter in Richtung Westen und Nordwesten aus. Das heißt, am Mittwochvormittag wahrscheinlich in Mecklenburg, östlich Niedersachsen und in Schleswig-Holstein einsetzen da zum Teil kräftiger Schneefall. Im Nordosten Vorpommern, Rügen ist es dann wahrscheinlich eher Regen. Und dieses Niederschlagsgebiet breitet sich weiter Richtung Westen aus. Dann auch zum Nachmittag wahrscheinlich Richtung Weser-Ems-Gebiet einsetzender Schneefall. An den Küsten selber wahrscheinlich eher Regen oder Schneeregen. Und mit der etwas milderen Luft, die von Osten reindrückt, kann es dann halt auch in Schleswig-Holstein in Richtung Regen, am Nachmittag in Regen übergehen. Etwas unsicher ist halt noch, was so im Norden Nordrhein-Westfalen passiert. Ob auch hier der Schneefall dieses Niederschlagsgebiet ankommt. Ich wäre aber eher etwas skeptisch, ob hier auch mit Schnee zu rechnen ist. Also kräftiger Schneefall bei Temperaturen, ihr seht das so bei leichten Plusgraden, da kann es durchaus mal für ein paar Zentimeter Neuschnee vorübergehend reichen. Zumindest dann halt mal, es ist wie gesagt fraglich, ob der Schnee liegen bleibt. Schneefall oder Schneematsch auf den Straßen mit entsprechender Glätte sollte man sich auf alle Fälle einstellen. Auch in Richtung Süden und Südwesten mal zeitweise etwas Schnee oder in tiefen Lagen auch Schneeregen, ist aber alles deutlich schwächer und nicht mit dem zu vergleichen, was am Mittwoch im Norden des Landes zu erwarten ist. Temperaturen, wie gesagt, so leichte Plusgrade sind mal tagsüber nachmittags möglich. Im Bergland bleibt es bei Dauerfrost. Was können wir Sachen Schnee erwarten? Wir gucken mal auf unser Super-HD-Modell, was das so bis Mittwochabend in Sachen Schneehöhen rechnet. Wir lassen mal den Süden und die Mittelgebirge außen vor, die haben eh schon Schnee bekommen oder da kommt noch was dazu. Wir gucken mal eher in Richtung Norden und Westen des Landes. Im Westen und Nordwesten, also Richtung Niederrhein, Kölner Bucht, Ruhrgebiet, Münsterland, die Ems hoch bis zur Nordsee. Da sollte man sich nicht allzu viele Hoffnungen machen. Hier kommt wahrscheinlich kaum was runter, beziehungsweise wird dann eher als Regen fallen. Aber im Norden Richtung Schleswig-Holstein, Niedersachsen, hier können durchaus mal ein paar Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Das Ganze aber, wie gesagt, noch unsicher, hat durchaus Überraschungs- und Spannungspotenzial, was da zum Mittwoch passiert. Wir werden euch entsprechend auf dem Laufenden halten. Morgen gibt es ein neues Video, beziehungsweise wir halten euch natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle auf dem Laufenden. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.